Kaiserslautern war es ja Spiel 1 nach der Trennung von Chefcoach Norbert Meyer und da noch kein Nachfolger gefunden worden ist, saß heute erstmal das Interimsduo Paula und Bugera auf der Bank. Was draus geworden ist, schauen wir uns jetzt an. Union Berlin gegen den ersten FC Kaiserslautern mit Felix Görner. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier an der Alten Försterei beim Topspiel in Berlin. Und so klingt Hoffnung nach 5 sieglosen Spielen hier mit 20.500 Zuschauern. Die Hymne von Nina Hagen, Eisern Union. Und da hören wir mal rein. Immer weiter mit Eisern Union und der Trainer Jens Keller rotierte kräftig. 6 Änderungen, Routiniers wieder rein, die Leistungsträger um Kapitän Felix Groß, Sebastian Polter und Co. also wieder dabei. Die sollten es richten. Und das ist das neue Duo. Laura hat es angesprochen, also Manfred Paula und Alexander Bugera, U19-Trainer, die sollen es machen, brachten 4 neue. Tja, und das Motto war wirklich Kopf hoch, geht mit Optimismus rein hier in dieses schwere, schwere Auswärtsspiel hier bei Union Berlin. So viel zur Theorie, die Praxis. Union in Weiß-Rot, traditionell von rechts nach links. Trimmel beim Freistoß. Und die erste Chance, Leistner. Und das Ganze schon nach 4 Minuten und damit war die Spielrichtung klar. Alles auf ihn hier, auf Müller. Erste Glanzparade. Und unheimlich starkes Pressing der Berliner von Beginn an. 6. Minute. Achten Sie jetzt mal auf Müller und was macht der? Gefährlicher, schlechter Abwurf und Polter. Besser kann es nicht losgehen für Union. Polter, der so eine Ladehemmung hatte. Der Bulle von Berlin, aber schauen Sie sich diesen schlimmen Fehler an von Müller. Normalerweise einem der Besten der Lauterer. Und Polter nutzt das gnadenlos aus. Und wie gesagt, erst die 6. Minute und schon das 1:0. Wieder Trimmel. Starke Standards mit rechts. Schönheim verlängert und was macht Modica? Auch das noch. Giuliano Modica, der Unglücksrabe. Völlig unbedrängt die Nerven, die Nerven. 2:0 durch dieses Eigentor für Union Berlin. Tja, da schüttelt er den Kopf, Alexander Bugera. 0:2 und das Ganze nach 11 Minuten. Union weiter. In allen Belangen überlegen. Wieder Polter. Was hat der Zeit, was hat der Raum? Und wieder mit links. Sebastian Polter. Sein 2. Tor schon hier heute Abend. 25. Minute. Und schauen Sie diese schlampigen Bälle aus der Innenverteidigung. Polter nutzt das. Müller irrt da allerdings auch rum als Torwart. Und er macht es wieder mit links. Das ist normalerweise überhaupt nicht sein starker Fuß. Ja, und Keller, der atmet auf. Besser kann es ja gar nicht losgehen. 27 Minuten sind gespielt. Einbahnstraßenfußball. Und jetzt achten Sie mal auf den Strafraum. Den Zweikampf hier, Andersson. Der Lauterer Stürmer, gelb. Und Stürmer im eigenen Strafraum, immer gefährlich. Aber hier tut man ihm Unrecht. Polter hält mehr. Es gibt 11 Meter. Polter gegen Müller, er oder ich. Endlich mal ein Lebenszeichen von den Lauterern. Ja, da zeigt er an, der Müller. Wir müssen uns wehren, aber immer noch 3:0. Und schon die nächste Aktion. Nadelstiche im Sekundentakt. Skripski. Und jetzt schauen Sie sich diese Szenen hintereinander an. Das geht hier minutenweise. Harte. U21-Nationalspieler vom 1. FC Köln gekommen. Guter Junge. Und wieder ein schlechter Abschlag von Müller. Marcel Harte. Macht ein prima Spiel. Ecke
für die Berliner. Und dann ist es das 4:0. Und da liegt wieder einer und macht sich Vorwürfe. Correa, das kann einfach nicht wahr sein. Erst klärt er und dann allerdings auch dieser Schuss von Skripski. Ein Schuss wie ein K.O.-Tropfen. Tja, die Lauterer reagierten. Kessel kam für Fechner, aber hilft das? Und wo ist überhaupt die erste Chance? Halfer hier mit einem schönen Pass auf Quadwo. Und endlich muss Busk mal eingreifen. Das erste Lebenszeichen. Aber 4:0 zur Pause. Paula wirklich konsterniert. So schlecht waren sie noch nie in einer Zweitligasaison. Zur Pause. Nach dem Wechsel, Vucur kam für den Unglücksraben. Correa, neue Innenverteidiger, aber altes Leid. Skripski! Also ohne diesen Müller hätte es jetzt schon 7 oder 8-0 stehen können. Trotz seiner Fehler, aber immer noch der beste Mann, so bitter das auch klingt. Hedlund. Was für ein Wendekreis. Hat er alle Zeit der Welt. Hedlund. Wunderschöne Mitnahme mit der Brust. Schauen Sie mal, wie schnell er sich dreht. Kessel rutscht daneben. Klasse gemacht. Halfa. Petersen. Kessel. Tja. Es sollte einfach nicht sein. Selbst ein Türchen nicht. Und Union völlig berauscht von sich selber. Gucken Sie mal auf Hartl, was der macht. Und poltert wieder mit links. Das ist unfassbar. Der Junge. Wirklich, also der kann normalerweise nur mit rechts. Das sagt auch Trainer Keller. Und heute schießt er sein drittes Tor mit links. Insgesamt schon sein viertes Saisontor. Ja, aber diesen Hartl, den gucken wir uns gleich nochmal schön an. Also gucken Sie sich dieses Heck mal an. Besser geht's nicht. Absolute Körperbeherrschung und dann die Berliner wie immer hier mit Polter, ohne zu zögern. Siehst du, und hier reden die beiden darüber. Junge, normalerweise hast du den Linken doch nur zum Stehen. Also 5:0, Balkonien Berlin applaudiert, eine fantastische Leistung und er...